Lieber Herr Liebhaber, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation in diese zugegebenermaßen etwas weichere Anlagekategorie. Vor einigen spannenden Einblicken in das Atelier von Professor Anselm Riley und in die Kunstkirche St. Agnes heißen wir Sie hier ganz herzlich willkommen live aus Hamburg vom Berlindamm. Neben mir zu meiner Linken die Sammlerin Frau Dr. Cordula Soest-Brennstuhl. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich hier sein darf. Und es als Medizinerin in diesen turbulenten Tagen einrichten konnten, die Praxis zu verlassen. Und wir begrüßen witterungsbedingt nicht mit uns hier vorne auf dem Podium, sondern in Berlin den Popstar der deutschen Galeristen. Herzlich willkommen, Johann König. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Und leider hat das mit dem ICE heute Morgen aus Berlin raus nicht geklappt. Nach den Bildern, die wir in der letzten Nacht alle gesehen haben in den Tagesthemen, in der Tagesschau, hat da jeder Verständnis für. Aber die Technik kann es lösen. Und ich denke, wir lassen uns die Zeit nicht nehmen, steigen direkt ein, tauchen ein in die Farbe. Und früher hieß das für das Atelier und in das Studio zu Anselm Riley, Film ab. Zur Perspektivenkonferenz von Donner und Reuschel hier an einem außergewöhnlichen Ort im Künstleratelier von Herrn Professor Anselm Riley. Ich freue mich, dass wir an berufener Stelle Gelegenheit bekommen, über das Thema Anlageperspektive und Vermögensdiversifikation in Contemporary Art, in die zeitgenössische Kunst zu sprechen und sage ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Im angelsächsischen Kulturraum gilt der Unternehmer oder Manager, der eine Insolvenz durchlaufen oder eine Sanierung durchlebt hat, als der, der die Feuertaufe bestanden hat. Brüche in Künstlerbiografien sind hingegen eher ungewöhnlich. Gibt es trotzdem bei diesem Malus, den man so aus der deutschen Perspektive auf eine solche Biografie sieht, Parallelen im Kunstbetrieb, die man ziehen könnte? Ja, also es ist, glaube ich, im Kunstbetrieb nicht gang und gäbe zu sagen, ich mache eine Pause, dann auch offiziell zu machen. Für mich war es notwendig, weil ich wollte eigentlich nie Unternehmer werden. Das war nie mein Ziel. Das ist eher so passiert, würde ich sagen, ja, dass ich angefangen habe, mit Assistenten zu arbeiten und dass ich auch gemerkt habe, dass das ist Teil meiner Technik, eigentlich mit einem Team zu arbeiten, um letztendlich selbst eine größere Distanz und Objektivität auch zu meinen Arbeiten zu bekommen. Und diesen Alltag wollte ich irgendwann wieder hinterfragen und auch letztendlich aufbrechen und um die Weichen eigentlich neu zu stellen. Das war 2014. Sie haben damals gesagt, ich pausiere und haben sich 2 Jahre lang aus dem Kunstschaffen zurückgezogen. Was hat das persönlich mit Ihnen gemacht? Also für mich war das so eine Notwendigkeit. Je länger ich mir das überlegt habe zu pausieren, desto besser hat sich das angefühlt. Und es war natürlich nicht so einfach. Ich hatte ja eine Menge Leute auch beschäftigt. Die wussten zwar, dass das Ganze nicht unbedingt auf Dauer sein wird oder muss. Das hatte ich eigentlich immer von Anfang an kommuniziert. Vielleicht gehen wir mal auch direkt den nächsten Schritt. Hat Ihr künstlerisches Schaffen heute für Sie eine andere Wertigkeit? Also unterscheiden Sie zwischen vor und nach dem Break oder tun Ihre Sammler das? Also ich gebe formal wahrscheinlich schon Unterschiede, weil ich eben in dieser Pause mir überlegt habe, wie mache ich weiter? Und das war erstmal komplett offen. Werde ich jetzt Aquarellmaler oder so? Das war also völlig unklar, was da geschehen wird. Und das wollte ich auch ganz bewusst so offen halten. Und ich bin teils zu meinen Wurzeln zurückgekehrt, die nämlich eher so in der gestischen Malerei liegen, so, und die auch diese eigentlich spontane, offene Reaktion, die war mir immer sehr wichtig. Und dahin bin ich zum Teil wieder zurückgekommen, dass ich sehr viel mit Fehlern, mit Zufällen arbeite, dass ich erst während des Prozesses Entscheidungen fälle, dass das Bild nicht von Anfang an feststeht, im Grunde genommen. Also weniger Konzept, mehr sozusagen im Prozess zu arbeiten. Und insofern sieht man schon, was ist davor und was ist danach entstanden.
Also diese ganze Vorbereitung ist ein relativ langer Prozess, bis überhaupt diese Fläche so auf diesem Jutestoff steht, wie sie es jetzt tut. Ja. Und diese Prozesse, sozusagen, die gebe ich dann ab. Es gibt davor ein grobes Konzept für das Bild. Da sieht man so die Aufteilung. Das ist dann hier das. Was jetzt hier violett ist, ist jetzt Neon-Orange. Denn das Neon-Orange wird lediglich der Untergrund sein. Und das Violett mache ich jetzt drauf. Ist und trocken ist, dann nochmal sozusagen ein paar Details ändern. Ja. Aber das Grobe ist dann jetzt eigentlich schon klar. Sie sind mit einem riesen Paukenschlag bei dem internationalen Format des Gallery Weekends wieder da gewesen, haben eröffnet mit einer völlig neuen Werkserie, den großen Vasenskulpturen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, es war das Thema des Gallery Weekends. Was ist noch neu entstanden in dieser Zeit? Also die Keramiken, die habe ich dann mal in der Pause angefangen, einfach zu testen für mich. Und mich haben interessiert diese Vasen der 70er Jahren, diese sogenannten Fett-Lava-Vasen, die man so auch im Flohmarkt findet oder bei Trödlern. Was darauf passiert ist, ist eigentlich eine Form der Malerei mit den Glasuren, die dann anfangen zu laufen und dann irgendwie so Drippings, wie so Schüttbilder sind. Und insofern eine Parallele zu meinen jetzigen Malereien auch bilden, die jetzt auch mit Oberflächenfarben experimentiert wird, mit Fehlern, mit Dingen, die zufällig entstehen. Und das geht so miteinander einher. Materialien ist ein spannendes Stichwort, weil ich den Eindruck habe, Sie entkontextualisieren da sehr, sehr viel. Also Sie verwenden Folien, Farben, Industriematerialien, aber eigentlich kommt eine Sache gar nicht vor. Das sind klassische Materialien, die man normalerweise in einem Künstleratelier gewohnt ist. Also es sind dann aus der Autoindustrie, aus allen möglichen Bereichen, Folien werden teilweise extra für sie produziert, Fundstücke, sowas spielt alles eine Rolle. Das klingt für mich so ein bisschen nach Laborcharakter, nach Versuchsanordnung. Spielt da so ein System von Trial and Error bei Ihnen eine Rolle? Das auf jeden Fall. Es hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert jetzt in der Pause, dass eben zum Beispiel wie auch Keramik ein sehr natürliches, also Ton ein sehr natürliches Material ist, so ist es auch in der Malerei sehr natürliches Material jetzt als Bildträger hinzugekommen, nämlich Jute. Also ich mache jetzt Malerei auf einem Jute-Stoff, was ja eher so, was man so aus den 50er, 60er Jahren kennt, aus der informellen Malerei zum Beispiel, Arte Povera vielleicht. Und da setze ich dann eben zum Beispiel meine Folie dagegen, was sozusagen der größtmöglichste Gegensatz ist. Und das ist so was sich vielleicht dann auch nach der Pause geändert hat, woran man das vielleicht auch erkennt. Und da speziell interessiert mich eben der Kontrast, so diese größtmögliche Künstlichkeit, diese reflektierende Folie aus dem Schaufenster und dann eben dieser Jutestoff als Bildträger, wie das so gegeneinander arbeitet. Sie sind vom Typus her, wie Sie mir in unserem Vorgespräch verraten haben, auch ein Sammler. Was war das letzte Werk, das Sie selber für sich erworben haben und was hat Sie dazu motiviert? Also das letzte Werk war jetzt eigentlich eine romantische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert von Julius Schnorr von Karolsfeld. Die kam jetzt erst irgendwie vor 2 Tagen an. Aber ich konnte natürlich auch viel tauschen mit Künstlerkollegen, die ich sehr schätze, die ich dann frage oder die mich fragen. So etwas kann man ja als Künstler ganz gut machen, wenn man sich gegenseitig schätzt. Ich selber interessiere mich eigentlich auch stark für die Romantik. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eigentlich vor allem die deutsche Romantik. Vor allem auch, ja, natürlich Caspar David Friedrich, auch Philipp Otto Runge, was man so in Hamburg auch sieht. Deshalb bin ich auch froh, dass ich in Hamburg unterrichte. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit so die eine oder andere Arbeit dann erworben.
Sie haben die HFBK in Hamburg angesprochen. Viele Künstlerkollegen der letzten Generationen, auch Josef Beuys, Franz Erhard Welter, aber auch eine Karin Kneffel oder für die Fotokunst gesprochen Bernd und Hilla Becher, zeichnet neben ihrer eigenen künstlerischen Arbeit aus, dass sie auch eine bemerkenswerte Anzahl von im Markt und bei Sammlern begehrten Meisterschülern hervorgebracht haben. Auch der Blick in ihre Klassen lässt die Vermutung nahe kommen, dass sie als Lehrer zum einen sehr beliebt sind und zum anderen ganz viel richtig machen. Was macht einen guten Lehrer in der Kunst aus? Na, ich glaube vor allem die Gabe, sich vielleicht nicht nur für sich selbst zu interessieren, für die eigenen Arbeiten, sondern eben auch für andere. Und vielleicht gehört auch eine bestimmte Bereitschaft oder Fähigkeit zur Kommunikation, zum Austausch dazu. Also ich versuche auch die Studierenden dann möglichst auch als Kollegen wahrzunehmen, möglichst bald sozusagen, und auf einen Weg zu bringen, der sie eben eigenständig arbeiten lässt. Also das muss man, glaube ich, sehr individuell tun. Also es gibt eigentlich kein Rezept, so entsteht gute Kunst, sondern das muss man, ist bei jeder Person anders, glaube ich. Und vielleicht auch zu erkennen, wenn was nichts werden kann, und dann frühestmöglichst das auch anzusprechen, wenn man merkt, dass da vielleicht jemand nicht am richtigen Ort ist. Ja, also was sich vielleicht geändert hat, ist, dass es doch Studierende gibt, die mit der Motivation an die Hochschule gehen, ich werde erfolgreicher Künstler oder ich werde erfolgreiche Künstlerin. Das gab es zu meiner Zeit vielleicht so gut. Vielleicht gab es ein paar, aber die wurden nicht ernst genommen. Also ich glaube, die Präsenz der Galerien und so, sozusagen der direkte Einfluss auch des zeitgenössischen Kunstgeschehens auf die Studierenden ist heutzutage viel größer, als es früher war. Sie sind natürlich auch viel informierter. Ich selbst bin eigentlich gar nicht mit dem Anliegen, habe ich studiert, ich werde jetzt erfolgreicher Künstler, sondern ich wollte eigentlich Kunst als meine Sprache kennenlernen. So. Oder erstmal finden. Ja, als meine, und das war eigentlich mein Hauptanliegen. Und dass daraus irgendein Erfolg entstehen kann, das kam eigentlich alles wesentlich später. Ich habe erstmal sozusagen auch komplett gegen das Zeitgeschehen gearbeitet. Ich habe eigentlich eher versucht, erstmal, bin auch sehr viel angeeckt und hatte eigentlich an der Hochschule so gut wie gar keine Anerkennung bekommen, weil ich eigentlich absolut anachronistisch gearbeitet hatte damals. Und das rate ich eigentlich den Studierenden auch, dass sie nicht das nachmachen, was gerade on the top ist, weil sie gerade in Kunstzeitschriften sehen, natürlich hat es einen bestimmten Einfluss. Aber wenn sie das nachmachen, sind sie eigentlich schon zu spät, sondern sie müssen irgendwie selbst Maßstäbe versuchen zu setzen. Ja? Sie müssen ihren ganz eigenen Weg finden und erstmal vielleicht auch unabhängig von Erfolg oder so, sondern einfach schauen, was interessiert mich und wie kann ich meine eigene Sprache finden, aber dafür muss ich auch erstmal wissen, wer ich überhaupt bin. Und das kann ich vielleicht rausfinden über die Kunst. Und das rate ich eigentlich den Studierenden. Ich versuche nochmal den Bogen zu schlagen zu dem, über was wir am Anfang gesprochen haben. Das Atelier, der besondere Ort, aber eben auch ein Ort, der heute etwas anders ist. Nicht nur wegen der akustischen Veränderung, sondern auch, weil wir normalerweise hier im Hintergrund ganz viele helfende Hände ihrer Assistenten sehen, die hier arbeiten. Legendär war dafür die Factory bei Warhol mit einer Riesenschar und einer Riesenproduktion. Aber viele wissen gar nicht, dass auch die Meister der Renaissance sich schon teils großer Stäbe an Assistenten bemüht haben und diese behilflich waren. Wie ist das heute, das Verhältnis von Output? Welche Rolle spielt das? Und wie sehr ist es aber auch an anderer Stelle zwingend erforderlich, dass sie sagen, das mache nur ich, das ist jetzt Anselm Reilly persönlich? Ich glaube auch, so wie Sie sagten, es gibt eine lange Tradition. In der Renaissance gab es große Künstlerwerkstätten. In der Moderne
allerdings nicht. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, der die Leute verunsichert hat. Als ich studiert habe, gab es, glaube ich, ganz wenige Künstler, die mit Assistenten gearbeitet haben. Ich habe zumindest sehr wenige gekannt. In der Moderne ist es so, dass die Gestik, also vor allem in der abstrakten Malerei, dass die Gestik eine große Rolle spielt. Und die Gestik, die muss natürlich vom Künstler selbst gemacht sein. Die kann nicht von anderen gemacht sein. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der die Leute dann verunsichert hat. Was, ein abstraktes Bild, das ist nicht mal vom Künstler selbst gemalt. Ich würde sagen, ich male das selbst, was ich selbst malen muss, nämlich dort, wo eine eigene Handschrift sichtbar wird, wo es um formale Entscheidungen geht. Und die Dinge, die ich nicht selbst machen muss, wie zum Beispiel Bildträger vorbereiten, bestimmte Farbflächen vorzubereiten, einen schwarzen Lack zu legen, das sind alles Dinge, die muss ich nicht selbst machen. Das sieht im Endeffekt niemand, ob ich das gemacht habe oder jemand anderen. Und mir liegt es sehr stark parallel an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Und es wäre nicht möglich, wenn ich jedes Bild komplett nur alleine machen würde. So. Also es gibt da mehrere Gründe. Und natürlich war es in der Zeit, als ich damit angefangen habe, auch eine bestimmte Weise der Provokation, weil ich mir das selbst schlecht vorstellen konnte. Ein schönes Schlusswort, lieber Anselm Riley. Es war mir eine Freude. Kunst und Markt, ein weites Feld. Wir haben es einmal gemeinsam umrundet, denke ich. Danke für die Hintergründe. Wir haben viel gelernt. Vielen Dank auch. Und wir schicken einen ganz herzlichen Dank ins Studio von Anselm Riley für diesen sehr persönlichen Einblick. Das war schon mal richtig klasse. Wann darf man schon mal einem Weltstar beim Malen zuschauen? Sah eigentlich gar nicht so schwierig aus. Aber die Ergebnisse sprechen natürlich für sich. Nun gehen wir aber erstmal, Johann, mit dir in die Kirche. Vielen Dank. Herzlich willkommen hier an einer der Kultstätten der zeitgenössischen Kunst in der ehemaligen Kirche St. Agnes in Berlin. Ich freue mich aus berufenem Munde mit dem Popstar der zeitgenössischen Kunst. Johann, du hast das Etikett dir erarbeitet und musst damit leben. Das hat einmal die FAZ geschrieben, seitdem werde ich es nicht mehr los, ja. So ist das mit den Schubladen. Ich glaube, das kennen wir von unseren Künstlern auch. Mit dir über das Thema Kunst und Markt zu sprechen. Und als erstes natürlich die Frage, du lädst ein zur Messe in St. Agnes, hast das zweite Mal schon dazu eingeladen. Da denkt man an Glaube, Liebe, Hoffnung. Gibt das Übertragbarkeiten in die Kunst? Ja, das ist natürlich ein Wortspiel mit Messe, also der Church Service. Es geht aber quasi um eine Kunstmesse. Im super kleinen Format. Eine Messe ist ja ein Ort des Austauschs auch, wo man sich orientiert, wo man im besten Fall einen großen Überblick bekommt über das Geschehen im jeweiligen Markt. Und das haben wir eben, Corona-bedingt wurden die ganzen großen Messen reihenweise abgesagt. Und dann haben wir uns gedacht, wir haben hier so viel Platz und können quasi aufgrund der Fläche und auch der möglichen Eingänge dem Sicherheitskonzept folgend doch eine kleine Hausmesse abhalten und haben dann Privatsammlungen, institutionelle Sammlungen, also auch Firmensammlungen gewinnen können, Kolleginnen und Kollegen, also andere Galeristen, Händler und auch Künstlerinnen und Künstler direkt, unter anderem auch welche, die bei euch in eurem Programm dabei waren, und haben die hier alle versammelt und eine Verkaufsausstellung gemacht, wo wir die Preise alle ausgezeichnet haben. Spannendes neues Format. Ich glaube, spannende neue Formate brauchen wir auch in diesen sehr fordernden Zeiten. Aber wir schreiben auch ein ganz besonderes Jahr. Wir haben Beuys-Jahr. Beuys feiert am 12. Mai 100. Geburtstag. Insofern dürfen wir eines seiner am meisten strapazierten Zitate heute noch mal bemühen. Jeder Mensch ist ein Künstler. Künstler im Sinne von Kreativität übertragen auch auf den Sammler. Wie viel Kreativität bedarf es für das Management, für den Aufbau einer
schlüssigen und konkludenten Sammlung? Ist dafür Managementqualität erforderlich? Also Sammeln ist ziemlich aufwendig. Ich sage auch immer wieder unseren Experten im Haus, versetzt euch in die Perspektive der Sammlerin, des Sammlers, weil die haben alle in der Regel andere Hauptberufe und sind mit vielen Dingen beschäftigt. Und das Kaufen von Kunst hat eben, man muss sich schon auskennen, man muss wissen, was findet sozusagen links und rechts im Markt statt von der jeweiligen Position. Und ich glaube, dass für einen gesunden Markt es wichtig ist, aufzuzeigen, welche Perspektiven gibt es, weil nur dann kann ich attraktiv sein. Transparenz erzeugt Vertrauen und das fehlt ein bisschen im Kunstbetrieb. Von dir selber sagst du, dass du ein erfolgreicherer Galerist als Sammler bist. Trotzdem ist dir das Sammlersein auch selber wichtig. Der erfolgreiche Galerist ist völlig unstrittig. Ich kenne es aber aus der Sammlerposition selber, dass wenn es mit Werken besonders emotional wird, handhaben wir das beispielsweise in meinem Freundeskreis so, dass dann jeweils der andere gegenseitig die Verhandlungen oder die Gebote in einer Auktion ausführt. Wie viel Emotionalität für eine Sammlung ist möglich? Wie viel Rationalität deiner Ansicht nach notwendig, Johann? Ja, das Problem ist eben oft, dass wenn man sollte sich einen Plan machen und dann dabei bleiben. Weil was mir selber zum Beispiel schon passiert ist, dass ich dann was kaufen wollte und dann gab es das, was ich haben wollte, nicht mehr. Und dann habe ich was anderes gekauft, was nicht so gut ist, weil ich es einfach abhaken wollte. Und das ist ein großer Fehler. Also man sollte versuchen, wenn man sich jetzt auf etwas konzentriert, da nicht allzu viele Kompromisse zu machen. Und wenn ich sage, ich bin ein besserer Galerist als Sammler, heißt das, dass ich besser darin bin, glaube ich, eine Strategie für meine Kunden zu entwickeln und dort dann auch eine gewisse Strenge an den Tag zu legen und zu sagen, wir haben uns das vorgenommen, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, wie in allen anderen Geschäftsfeldern auch. Also Objektivität und Stringenz, aber auch ein gewisser Lernprozess. Genau. Objektivität, Stringenz und Geduld. Ich glaube, es braucht auch Geduld, weil man kann, Kunst ist wie Bitcoin oder wie, das ist ein begrenztes, nicht reproduzierbares, endlos reproduzierbares Gut. Und eine Malerin, ein Maler produziert eben nur diese Anzahl an qualitativ hochwertigen Bildern. Und wenn die nicht da sind, und dann sollte man warten und nicht einfach irgendwas kaufen, nur um das abgehakt zu haben. Und deshalb braucht es Geduld. Also das ist eben auch das Tolle an beeindruckenden Sammlungen. Die sind mit all Geld der Welt gar nicht zu kaufen, weil sie über Jahre hinweg entstanden sind. Wir kommen ja gerade aus dem Atelier von dem Künstler, den auch du vertrittst, Anselm Reilly, der das Gleiche uns auch berichtet hat für seinen Kreationsprozess im Atelier, auch dort quasi eine Art Versuchsaufbau, ein Trial and Error und nur die Besten kommen durch, nur die Besten kriegen Werkstatus. Und das auch mal vielleicht in einer Fragestellung verpackt und auf den Kunstmarkt allgemein übertragen. Anselm Reilly hat gerade hatte 2016 nach der Finanzkrise, in den Folgen der Finanzkrise, eine zweijährige Schaffenspause sich selber auferlegt, Akku neu aufgeladen und geht jetzt mit wesentlich weniger Arbeiten, mit kleinerem Team und einem deutlich geringeren Atelier-Output raus, hat aber auch völlig neue Werkserien geschaffen. Was würde aus deiner Sicht, was würdest du sagen, welche Chancen bietet sowas, ein solcher Prozess? Ja, das Interessante beim Anselm ist, dass er jetzt ja sehr viel mehr selber vorkommt als Künstler. Also die Hand des Künstlers kommt viel stärker raus in seinen Werken. Früher war sehr viel auch fremdproduziert, was nicht weniger interessant ist. Aber es ist eben so, ich glaube, das höchste Auktionsergebnis vom Anselm sind 500.000 Euro für ein Bild. Ist der Kunstmarkt kann eben so volatil sein wie alle anderen Märkte auch. Allerdings muss man auch sagen, dass, wenn wir jetzt zurückschauen, immer wieder sich dann nach Jahren eine Rückbesinnung einstellt und wieder überprüft wird, woran lag damals diese Relevanz, und auch da
gibt es ja ein überschaubares Œuvre und immer eine Neukontextualisierung. Und deshalb ist der Anselm eigentlich ein ganz interessantes Beispiel, weil zum Beispiel die sehr berühmten Streifenbilder, die hat er dann nicht mehr weitergemacht. Und da gibt es einen definierten Markt, der sehr transparent ist. Und da bietet das zum Beispiel sehr große Chancen. Guter Übergang vielleicht. Garantien im Kunstmarkt sind ähnlich seriös wie in jeder anderen Anlagekategorie auch. Dennoch hast du zum Beispiel deutlich viel mehr Künstler an die Weltspitze begleitet, als dass man da sagen könnte, Zufall war immer dein Weggefährte. Was würdest du sagen, was sind Bewertungskriterien für zeitgenössische Kunst? Sind deine Parameter, dass du sagst, das ist ein Künstler, der für dich jetzt, obwohl er vielleicht erst frisch von der Akademie ist, richtig interessant ist? Also ich glaube, es gibt mehrere Herangehensweisen. Das eine ist, gibt es Künstlerinnen und Künstler, die sowas Ähnliches machen? Ist diese Position denn die prägnanteste für eine Form von Gattung oder so? Das ist nicht so subjektiv und Kunst liegt im Auge des Betrachters, wie es oft heißt, sondern da gibt es schon ein paar Faktoren, die man anwenden kann, um zu überprüfen, ob etwas Relevanz hat oder auch eine größere Relevanz bekommen kann. Trotzdem will nicht jeder, der sich mit Kunst befasst und Freude an Kunst hat, auch zwingend gleich Sammler werden. Ich kann auch einige spannende Solitäre auswählen. Dann brauche ich keine Kontextualisierung meiner Sammlung, ich brauche keine Strategie. Was würdest du empfehlen, wenn ich mich auf einzelne Positionen, um mit denen leben zu wollen, konzentrieren möchte, vielleicht trotzdem das Geld klug angelegt haben möchte? Wie kann ich da vorgehen? Ich glaube, das ist ja das Tolle an Privatsammlungen. Die können vollkommen strategiefrei und eklektisch sein und einfach der Freude und der Lust folgen. Es ist auch so, dass ich gar nicht denke, dass das alles immer Portfolio angelegte Sammlungen sein müssen. Es ist nur so, dass ich deshalb auch dieses Gespräch sehr gerne mache, weil ich glaube, dass wenn ein größeres Verständnis, also die meisten unserer Sammler sagen, das interessiert sie gar nicht mit der Wertsteigerung. Das glaube ich auch. Dennoch glaube ich, dass es wichtig ist zu wissen, dass wenn man höhere Geldsummen ausgibt, dass die nicht einfach verpuffen und dass es gab ja auch genug Negativbeispiele, deshalb haben wir zum Beispiel alle Preise immer transparent ausgezeichnet, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich bin hier vom DAX-Vorstand und wenn ich frage, kostet das und wenn der andere fragt, kostet weniger. Diese Sorge gibt es ja und die ist leider manchmal auch berechtigt. Deshalb wollen wir eben alles super transparent machen. Ich glaube aber dennoch, dass ganz viele sagen, Geschäfte machen sie mit dem Geschäft und Leidenschaft erfolgen sie mit der Kunst. Aber ich glaube, dass wenn wir da offener drüber reden, dass es dann noch mehr um Inhalte gehen kann und dass die Bereitschaft, Kunst zu kaufen, dann einfach noch größer wird. Und ich denke, wenn man das kann, sollte man immer seinem Gefühl und seinem Gefallen folgen. Und im Anschluss kann man aber natürlich trotzdem immer überprüfen. Da gibt es Preisdatenbanken, wo man gucken kann, ist das im richtigen Verhältnis. Es gibt Berater, die einem unterstützen können. Und auch gar nicht jetzt, man kann auch je nachdem seinen Bankberater fragen, zum Beispiel, ob die internen Expertisen einholen können, andere Sammler. Also es ist auf alle Fälle gut, da irgendwie im Austausch zu sein. Weil das, denke ich, einfach in der Entscheidungsfindung immer hilft. Bei allen anderen Dingen ja auch. Es klingt jetzt wirklich so ein bisschen, als würden wir Kunst so antiseptisch in Anlagekategorien aufteilen. Trotzdem muss man ja ganz klar sagen, dass du hast es eben beschrieben, als es ist klug, wenn man größere Investments tätigt, dass die eben auch ein Stück weit neben dem Genuss auch abgesichert sind. Trotzdem mal jetzt so ganz emotional gesprochen, was bietet Kunst auch in der Anlage über das hinaus? Also mir persönlich hat die Kunst gezeigt, und ich höre das übrigens auch von sage ich mal, nicht wirklich Sammlern, aber ich habe hier einen Immobilienentwickler in Berlin, der angefangen hat, ein bisschen Kunst zu kaufen, der hat sich irre schwer getan, weil er sagte, was, so teuer, was soll das? Jetzt hat er was gekauft von Rinus van der Velde, ein großes Kohle auf Leinwand. Und er sagt, es hätte sein Leben verändert, weil diese Energie, die in Kunstwerken stecken kann, sich auf uns überträgt. Da würde es noch
deutlich Gesprächsbedarf auch zwischen uns beiden dann live am Berlindamm geben. Ich möchte aber mit der abschließenden Frage nochmal auf den deutschen und auch den globalen Kunstmarkt schauen. Wir haben einen Umsatz von etwa 70 Milliarden Dollar. Das entspricht als Vergleichsgröße ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von einem kleinen Staat zugegebenermaßen wie Luxemburg. Dennoch muss man klar sagen, in all diesen Statistiken, die geführt werden, in allen Rankings und Weltranglisten, sind deutsche Künstler überall führend mit dabei. Wenn wir allerdings auf den Kunstmarktplatz schauen, ist das nicht der Fall. Da spielen andere Länder eine viel größere Rolle. Wir sitzen also quasi an der Quelle. Liegt hier dann auch Potenzial brach? Ja, das muss man leider so sehen. Aber was den Export an Kunstwerken angeht, glaube ich, sind unter den teuersten Künstlern der Welt fünf aus Deutschland stammende Künstler. Ja. Eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen. Das Kunstsammeln andererseits in Deutschland hat Vorteile, die es so wiederum in anderen Ländern nicht gibt. Also interessanterweise sind die Sammler und Sammlerinnen besser gestellt als in vielen anderen Ländern, weil hier ist das Kunstsammeln nicht nur attraktiv durch den, sag ich mal, Wertzuwachs von Kunst, sondern er ist steuerlich stark begünstigt. Also wenn man seine Kunst zum Beispiel öffentlich ausstellt oder verleiht, ist diese zum Teil Erbschaftssteuer befreit und Kunst ist wie auch beim Wiederverkauf, wenn man dies nicht als Händler tut, ist es steuerbefreit. Was das Sammeln angeht, würde ich sagen, steht Deutschland besser da als viele andere Länder. Aber wenn man auf der Händlerseite ist, ist es schwierig. Ganz herzlichen Dank, lieber Johann König, für das Gespräch. Ich danke. Das war ein sehr spannender und sehr hilfreicher Einblick. Vielen Dank, Johann. Also jeden, der diesen Kunstort noch nicht erlebt hat, den muss man deutlich den Tipp mit auf den Weg geben, beim nächsten Berlin-Besuch dringend mit einplanen. Liebe Frau Dr. Soest-Brennstuhl, Sie sind mit Kunst aufgewachsen und in unserem Vorgespräch haben Sie mir verraten, dass Sie dennoch nicht auf direktem Wege Ihre Sammlerleidenschaft für sich entdeckt haben. Gab es einen Schlüsselmoment oder war das ein fließender Prozess? Wann haben Sie erkannt, dass Sie Kunst sammeln werden müssen? Ich glaube, es gibt keinen Schlüsselmoment in dem Sinne, sondern es ist ein Prozess. Wenn man sich mit Kunst auseinandersetzt, dann braucht das, wie Johann schon gesagt hat, sehr viel Zeit, Geduld. Und manchmal ist es so, dass man erst von außen jemanden braucht, der auf einmal sagt, ihr habt eine Sammlung. Ihr, damit meine ich meinen Mann und mich, weil wir sammeln beide zusammen. Und das heißt, es ist ein Prozess. Wir haben natürlich erst mal angefangen, Bilder für die weiße Wand zu kaufen, haben Gespräche mit Künstlern geführt und haben dann festgestellt, dass uns ein Kunstwerk eines Künstlers oder einer Künstlerin gar nicht ausreicht, um, wie Anselm Reile sagt, die Sprache des Künstlers überhaupt zu spüren oder abzubilden. Und deshalb haben wir uns weiter mit den Künstlern auseinandergesetzt und versucht, in die Tiefe zu sammeln und mehrere Werkgruppen zusammenzubilden oder zusammenzufügen, um letztendlich, ich sage jetzt mal in meiner Sprache, den Künstler abbilden zu können für uns. Und es ist immer eine Leidenschaft, es ist etwas, was einen weiterbringt, was einen voranbringt, was immer Diskussionen und Dialoge auslöst, was Räume bildet. Also Kunst kann so unheimlich viel. Das sind in erster Linie Künstler unserer Generation, die Sie sammeln. Alicia Quade, Jorinde Vogt, Monika Michalko, Ruprecht Mattes. Viele Namen, die wir nennen könnten, die aber eigentlich alle so ein bisschen zur aktuellen Kunstszene gehören. Ist das für Sie wichtig, weil die uns vielleicht mehr sagen kann? Oder was spielt da eine Rolle? Warum die Konzentration auf diese ganz aktuellen Tendenzen? Ich glaube, die Kunst ist einfach Leben und es geht in unserer Generation um die gleichen Fragen, die wir uns stellen. Und so kann die Kunst einfach auch Fragen beantworten, die auf eine andere Art und Weise, wie ich sie mir oder mein Mann sich diese Fragen beantworten würden. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige an der Generation. Und wichtig ist, glaube ich, auch der Austausch mit den Künstlern über die Dinge. Vielen Dank. Lieber Johann,
Wir kommen nach Berlin. In dem Beitrag von soeben hat dein Galeriekünstler Anselm Reilly davon berichtet, dass es auch Brüche in einer Künstlerkarriere geben kann. Wie beurteilst du das? Erfordert der Markt heute einen klaren, kontinuierlichen Kurs oder darf ein Künstler internationalen Formats auch mal in seiner Biografie den einen oder anderen Haken schlagen? Ich glaube, dass man das sowieso nicht planen kann und das quasi ein natürlicher Prozess mit sich bringt. Aber was ich glaube, besonders interessant ist bei Anselm zu sehen, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, von Anselm wurden seit 2000, also bei ihm eigentlich tatsächlich dann erst seit 2007, Kunst für 27 Millionen US-Dollar versteigert. Und damit ist er auf Platz 114 der meistverkauftesten Künstler. Als Referenz Nummer 1 ist Basquiat mit 1 Milliarde, also an Volumen, an Gesamtvolumen. Und was natürlich einfach interessant ist, ist, wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Werke sind ja jetzt im Markt, die sind in auf der ganzen Welt verteilt. Und auch wenn eine Künstlerkarriere natürlich quasi in Auf und Abs wiedergeht, und da gibt es ja zwei Parallelen, das eine ist der Markt und das andere ist die Institution, kann man einfach nicht anders sagen, als dass sie da ist. Also weil das ist ja, die Werke sind ja da, die sind ja nicht, die sind in der Welt und damit im Umlauf und sie sind eben begrenzt und nicht endlos reproduzierbar. Und insofern ist dieser, ist mir gerade selber aufgefallen, ist dieser Bitcoin-Vergleich gar nicht so schlecht, weil, und da habt ihr ja offensichtlich heute schon vorher darüber gesprochen, weil es einfach ein begrenztes Gut gibt und das ist schon mal ein Standard, der gesetzt ist. Und insofern bezüglich der Karriere, das lässt sich ja ohnehin nicht planen. Und es ist aber dann jetzt bei Anselm betrachtet auf alle Fälle schon mal ein sehr großer Etappenerfolg. Also können wir ganz klar konstatieren, Haken schlagen hat in diesem Fall erfolgreich funktioniert. Johann, du hast in unserem Einspieler eben Objektivität, Stringenz und Geduld als Tugenden eines guten Sammlers genannt. Jetzt frage ich Frau Dr. Soest-Brennenstuhl, was ist eigentlich mit Spontanität, Entscheidungsfreude und Abenteuerlust? Ich glaube, es gehört alles dazu. Sowohl die Spontanität als auch die Abenteuerlust, aber auch eine Objektivität. Jeder stellt sich erstmal natürlich die Frage, wie beurteile ich eigentlich Kunst? Welche Kriterien wende ich an? Und das erste Kriterium ist man selber, wie man sozusagen die Kunst empfindet, wie sie einen berührt. Aber ich denke, es geht auch immer um das Thema Educate Your Eye, heißt sich mit Kunst auseinandersetzen, immer viel sehen, Galerien besuchen, Museen besuchen, sich auseinandersetzen. Das ist ganz wichtig. Und je mehr man sieht, desto mehr bekommt man auch ein Gefühl für etwas. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und dann kommt mit dem Gefühl auch die Leidenschaft und die Gespräche. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und natürlich kann man auch gucken, wie ist die Technik eines Bildes gemalt? Ist es etwas, ein Werk, was den Künstler, wie ich schon sagte, einfach abbildet oder die Künstlerin? Passt es überhaupt rein? Wichtig ist, glaube ich, auch noch zu wissen, dass ein Künstler einfach viele, viele Zeichnungen zum Beispiel auch, bevor eine Zeichnung überhaupt sozusagen aus dem Atelier geht, vielleicht schon ganz, ganz viele Zeichnungen vorher gemacht hat, die er aber einfach erstmal in die Schublade getan hat und gesagt hat, das hält aber nicht meinen Kriterien stand. Das heißt, wir sehen jetzt eigentlich nur ein Endergebnis. Und auch der Künstler braucht unheimlich viel Geduld. Und wichtig ist es, glaube ich, auch, dass man die Künstler unterstützt und dass man sagt, jedes Kunstwerk, das gekauft wird, unterstützt auch den Künstler, nämlich auch an sich zu glauben und so weiterzumachen mit dem, was er macht. Das finde ich sehr schön. Also wir übertragen hier aus der Anlagekategorie alte Bordeaux-Weine, educate your taste, in die Kunst, educate your eye. Wir haben also Objektivität und Leidenschaft. Das finde ich klasse. Johann, Privatsammlungen, hast du uns verraten, dürfen eklektisch sein und Freude und Lust folgen. Aber wenn es dann um die Sammlung geht, auch wenn wir das berücksichtigen, was Frau Dr. Soest-Brennenstuhl eben gesagt hat, Sammlungsblöcke bilden, brauchen wir irgendwann einen Plan. Ist das richtig?
Naja, es ist eben so, dass man natürlich seinen Interessen und seiner Spontanität folgen kann und dann retrospektiv drauf gucken kann, wo bin ich gelandet. Und dasselbe, auch wenn natürlich irgendwelche Aktienanlagen niemals die Freude vermitteln und Lebensqualität die Kunst kann, will ich doch nochmal diesen Vergleich wagen, auch aufgrund auch des Rahmens, in dem wir uns befinden, das mit einem Portfolio zu vergleichen. Und wenn ich eben sage, ich setze mir deutsche Nachkriegsmalerei zum Ziel, ist das zu vergleichen mit irgendwie Clean Energy ETF oder so, ja? Also, dass ich einfach sage, was ist der Bereich, an den ich glaube? Und nur ist es nicht nur eine Invest-Spekulation oder ein Glaube an positive Marktentwicklung, die es ja in der Kunst auch gibt, sondern eben auch ein inhaltliches Glaube. Zum Beispiel, ich persönlich finde, dass Frauen, wenn man sich auch Statistiken anguckt, die kommen im Moment noch zu wenig vor in den Museen, sie kommen auch noch zu wenig im Markt vor. Und wenn man aber das alles zusammenzählt, kann man davon ausgehen, dass die Marktrelevanz von Frauen deutlich größer werden wird. Das heißt also nicht nur, dass ich mich dafür einsetze, dass das passiert, sondern ich gehe auch davon aus, dass der Markt diskutieren wird und dann werde ich quasi mit den Positionen, die ich gekauft habe, davon profitieren, wenn diese Korrektur stattfindet. Und ich kann natürlich beides machen. Ich setze mir ein Ziel und sage, okay, das ist das, was ich richtig wichtig finde, was ich verfolgen will. Und in Rahmen diesem gesteckten Rahmens agiere ich natürlich danach gefallen, ja, weil ich will ja nichts kaufen, was mir nicht gefällt. Das ist natürlich klar. Aber insofern ist sozusagen der Mix aus beidem richtig. Und je nachdem, was man für ein Budget hat, kauft man dann eben dann doch Sachen, weil sie einem gefallen, obwohl man eigentlich weiß, es ist vermutlich investmenttechnisch nicht die richtige Entscheidung. Das spielt dann aber gar keine Rolle, weil ein besseres Investment als in die Lebensqualität gibt es ja gar nicht. Wunderbarer Satz. Vielleicht schließen wir da direkt mal die Frage an Sie beide an. Wir haben vom Professor gerade gelernt, dass er seine Schüler lehrt, nicht nachzumachen, was gerade en vogue ist in der zeitgenössischen Kunst. Im Umkehrschluss leitet sich für mich daraus die Frage ab, muss ich auf die Positionen schauen, die gerade besonders schräg sind, wenn ich die Alicia Quade von morgen suche? Also ich denke, nein. Ich glaube, man schaut in erster Linie erstmal auf sich selbst, auf das, was einen selber ausmacht. Weil auch wenn man Kunst sammelt, ist es ja auch immer eine Reflexion von einem selbst, was einen interessiert und welche Themen einen selber sozusagen umtreiben. Und ich glaube, auch da, so wie der Künstler eben sozusagen unabhängig von dem sich entwickelt, was en vogue ist, darf auch jeder selber ein Gefühl für die Kunst bekommen. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und dann kann man sozusagen den Bogen zurückschlagen, was die Strategie einer Sammlung angeht. Manchmal weiß man gar nicht, dass eine Strategie überhaupt da ist und merkt es erst, was der rote Faden einer Sammlung ist, wenn man ein neues Kunstwerk auswählt. Oder mein Mann und ich gehen auch oft in Diskussionen und fragen, passt diese Position überhaupt, wenn wir eine neue Position suchen, passt es überhaupt rein? Wieso, weshalb? Und muss man es besitzen? Also es sind so viele Fragen, die auch, wie Johann schon sagte, sehr, sehr zeitaufwendig sind, aber eben auch unheimlich viel Spaß machen. Und ich glaube, darauf kommt es doch an. Johann, weitergeleitet zu dir. Der erste Eindruck, von dem sagt man immer, dass er besonders prägend ist. Skurrilität bei Positionen im zeitgenössischen künstlerischen Bereich. Ist das für dich was deine Aufmerksamkeit erregt? Also ich würde sagen, nicht Skurrilität, aber Eigenständigkeit. Also etwas, was man in der Form so vielleicht noch nicht gesehen hat. Und deshalb bin ich zum Beispiel viel offener, was so Phänomene angeht wie Leon Löwentraut oder Ähnliches, die ich natürlich jetzt nicht ausstellen würde, aber sie werden ja quasi von dem elitären Kunstbetrieb abgelehnt. Und ich finde sie insofern begrüßenswert, also Banksy, Kors, all diese quasi Pop-Phänomene, weil sie bringen Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen, educate your eye, wie ihr sagt, und dann sagen, sich das anschauen und wenn sie anfangen, sich intensiver damit zu beschäftigen, dann erkennt jeder, der sich eben damit beschäftigt, wo das eigentlich herkommt und dass das vor 50 Jahren auch schon mal jemand anders gemalt hat und fangen eben an, das meinte ich vorhin mit links und rechts zu schauen,
was gibt es da noch? Und dann ist das, was vielleicht auf den ersten Blick skurril erscheint, schon mal da gewesen? Oder es entpuppt sich als wirklich revolutionär oder avantgardistisch und so schwer ist das eben gar nicht zu objektivieren? Und dann ist das auf alle Fälle, würde ich sagen, eine nähere Betrachtung wert. Johann, du hast die Damen in der aktuellen Kunst gerade schon angesprochen. Du bist ja auch Mitglied unserer Jury bei der Benefiz-Kunstmarkt-Plattform producersart.com, die auch unser Gastgeber Donner und Reuschel als Partner unterstützt. Bei deinem dort gestalteten Viewing Room mit ganz jungen, ganz aktuellen künstlerischen Positionen, gerade aus der Akademie raus, ist mir aufgefallen, dass deine Auswahl extrem feminin war. Um es konkret zu sagen, 9:1. Machen die Damen heute die bessere Kunst? Also ich habe bei meiner Galerie, die ich vor rund 20 Jahren ein bisschen weniger gegründet habe, immer sehr viele Frauen ausgestellt, gar nicht mit dem Bewusstsein oder einer Strategie. Die hat sich dann eigentlich ganz gut, wie die Cordula das beschrieben hat, das entwickelt sich dann. Die haben einfach gute Arbeiten gemacht. Ich habe da jetzt nicht so das ist mir ehrlich gesagt zum Beispiel in der Auswahl gar nicht aufgefallen, sondern da bin ich einfach nach den Dingen gegangen, die mir gut gefallen haben. Das ist natürlich in so einem ganz jungen Segment sehr viel intuitiver und das ist auch die richtige Herangehensweise, weil da kann man eh noch nicht so viel sagen, weil die befinden sich ja alle noch in der Entwicklung, auch in ihrer eigenen Sprachentwicklung quasi, was sie formalistisch und inhaltlich sagen wollen. Und da muss man eben sich auch nicht so, da kann man, glaube ich, ein bisschen eher so aus der Menge heraus entscheiden. Dann, wenn es anfängt, eben richtig relevant zu werden, dann muss man genauer hinschauen und abwägen. Bevor wir in die messbaren Faktoren reinkommen, an denen man Relevanz erkennen kann, über die wir noch sprechen wollen, ganz kurz das Signal an Sie. Wir haben die Gelegenheit, hier Ihre Fragen zu adressieren. Herzliche Einladung nochmal erfolgt an dieser Stelle. Vielleicht eine tolle Gelegenheit. Johann König hat es angesprochen, es gibt klare messbare Faktoren für Relevanz und künftige Relevanz. Was gibt es da noch nach Ihrem persönlichen Gefühl? Was gibt es für prägnante Positionen, die ein Thema herausbilden, wo man sagen kann, das ist jetzt für mich ein Punkt. Also Unverwechselbarkeit oder der Künstler als Marke haben wir angesprochen. Wo schauen Sie noch drauf, wenn Sie sich das erste Mal mit einem Künstler auseinandersetzen? Ist das auch ein Blick in die Biografie zum Beispiel? Ja, es ist nicht nur der Blick in die Biografie. Ich glaube, es ist auch das Gespräch, die Auseinandersetzung sozusagen mit dem Künstler oder mit der Künstlerin selbst. Ich sage mal, jedes Gespräch mit einem Künstler oder Künstlerin ist ein Geschenk. Weil was kann mir Besseres passieren, als wenn mir jemand selber etwas erzählt, was er versucht in seiner Kunst entweder auszudrücken oder noch besser ist es sozusagen, sich das Kunstwerk live anzugucken. Wir haben ja die digitalen Medien, aber wenn man ein Kunstwerk direkt die Haptik erlebt und davor steht, dann ist es ein ganz anderes Erlebnis. Man weiß das vielleicht von von Monet, wenn man bei Bayerle war und die Seerosen gesehen hat. Bayerle ist ein Sammlermuseum in Basel oder vor Basel in Rien. Dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl dafür. Ja, das fällt mir jetzt erstmal so. Aber das schließe ich direkt mal an. Also mit einem weiteren Johann König Zitat: Die Wertsteigerung interessierte die meisten meiner Sammler nicht. Würden Sie sich dem anschließen und das unterschreiben? Ich glaube, es gibt ein Für und Wider. Eine Wertsteigerung finde ich nicht wirklich wichtig. Es ist nur so, dass wenn ein Werk an Wert zunimmt, dann sind die Preise so, dass sie irgendwann so hoch sind, dass ich sie nicht mehr erwerben kann. Und das heißt, es hat also auch was Negatives. Dementsprechend finde ich, gibt es immer was Positives und Negatives diesbezüglich. Da muss der neugierige Mensch natürlich dennoch nachfragen, ist denn Frau Soest-Brennstuhl, Ihre Sammlung, die Sie mit Ihrem Mann zusammen über Jahrzehnte mit viel Geduld, wie ich auch gelernt habe, und Beharrlichkeit aufgebaut haben, heute mehr wert als Ihr Nettoeinstandspreis? Ich glaube, der Mehrwert, den habe ich persönlich. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht mit Geld bezahlen kann. Eine wunderbare hanseatische Antwort. Und ich sage ganz herzlichen Dank hier
an unsere Gesprächspartner. Lieber Johann, selbstverständlich an der Stelle unbedingt. Genau, weil was ich eben interessant finde, ist, was Cordula und Micha vereint, ist, dass wir beide aus einer Kunstfamilie kommen und quasi da sehr viel routinierter sind, auch in der, und das ein selbstverständlicherer Umgang ist. Und ich glaube, dass das Tollste, was man eben beim Sammeln machen kann, ist eine Vermögensdiversifikation. Also man hat eben dieses Erlebnis mit Künstlern, Erinnerungen und hat aber gleichzeitig auch so eine Art Wertspeicher. Und ich sehe das eben auch ganz stark bei jüngeren Sammlern aus Italien. Die haben eben, die Vorgängergeneration hat wirklich einen großen Vermögensaufbau gehabt durch die Arte Povera, also Fontana, Manzoni und so, die sie eben damals gekauft haben, die dann sehr teuer geworden ist. Und das auch ein Vertrauen schafft, natürlich, dass das in der Gemenge am Ende nicht verkehrt ist. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was man erstmal durchdringen muss, wenn man eben nicht so da groß geworden ist wie Cordula und ich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, die ich einfach noch spannend finde, weil wir gehört haben, ein Kunstwerk kann das Leben verändern. Ich habe einen persönlichen Liebling in Ihrer Sammlung. Haben Sie auch einen und macht der täglich was mit Ihnen? Ja, es gibt eine Uhr von Alicia Quade, die eine verspiegelte Oberfläche hat und man hört das Ticken. Und wenn man reinguckt, dann ist sozusagen die Vergangenheit schon vorbei, die Gegenwart ist und aber eigentlich ist auch schon die Zukunft. Das heißt, das Thema Zeit spielt ja bei Alicia Quade eine große Rolle. Und ich glaube, es wird einem immer wieder bewusst, dass eben die Zeit tickt. Man hat zwar eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft, aber das Leben ist auch irgendwie begrenzt. Auch bei uns tickt die Zeit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern nach Berlin, Johann König. Wir danken Anselm Reilly für den sehr persönlichen Studio-Visit. Frau Dr. Cordula Soest-Brennenstuhl für die Einblicke in Ihre private Sammlung. 12. Mai, 100 Jahre Josef Beuys. Da kann man auch noch mal das Auge schulen. Und ich sage Dank an unsere Gastgeber und das Team. Das war großartig. Vielen Dank. Weiterhin viel Freude. Wahnsinn. Auf die Sekunde. Was für eine Punktlandung. Und dann noch mit so einem schönen Zitat mit der Zeit im Hier und Jetzt. Nochmal danke an Johann König nach Berlin. Ich folge ihm jetzt auf Instagram. Das muss ich jetzt einfach sagen. Allen, denen ich jetzt hier folgen kann. Ich bin so inspiriert. Ich habe vorher gedacht, ich habe null Ahnung von Kunst und bekomme nicht so richtig den Zugang. Heute, das war wirklich so nahbar und hat wirklich Spaß gemacht und ist nochmal schön interessant und griffig gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Frau Dr. Cordula Soest-Brennenstuhl, vielen Dank. Und René Spiegelberger, Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ins Schleudern gekommen. Vielen Dank für das erhellende Gespräch und auch für die wichtigen Hinweise, wenn man Interesse hat und Lust hat, auch mal in Kunst zu investieren. Ich glaube, das hat einfach nochmal die Tür weit aufgemacht. Vielen Dank.